Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Imperion. Ich bin der Gabax und hinter mir ist einmal der Onkel von Revanocheck LP. Was für ein Checker? Stopp, Abbruch, Abbruch. Voll Das habe ich ja noch nie gehört. Alter, oh wie geile. Oh Gott, seht ihr Leute, das ist, wenn man Sauerstoffmangel hat. Bei Sauerstoffmangel kommt das vor. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival. Ja, und da lacht er schon. Der Onkel ist nämlich auch wieder da. Aua! Und ich werde eingegriffen! Ja, Nein! nicht. Ja, so gefährlich ist das hier auf dem Planeten. Alter, hast du dem Statisten nicht gesagt, wie er was Sache ist oder was? Genau. Ich hab nicht gesagt, dass er stehen bleiben soll. Ja, und der Oh Rivano Mann, ist ey. natürlich auch da, von Rivano. Ja, Nee, na, hallo. da hat er schon die Waffe. Was ist denn los? Ihr habt das Outtake gesehen, liebe Freunde. Oh, ihr habt das Oh, Outtake geile Sache. Revano Check LP. Ich habe Revano LP gesagt, also zuhören. Aber du warst jetzt trotzdem durcheinander. Ja, du bist jetzt, Nein. Gabax, du bist jetzt dran. Ach, geil, du nee, bist gut. jetzt dran. Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Oh. Onkel von Gamercheck LP und Revano von Revano LP. So. Ah, der Gut, scheiß Statist, wir sind jetzt hier gerade im Dunkeln, ich wurde vergiftet, wir sind auf dem Weg zur Giftfabrik. Was ist denn los mit dir? Oh, Gamax, der Gamax hat echt Sauerstoffmangel, liebe Leute. Ich glaube, der braucht zu Hause auch einen Sauerstoffgenerator, so eine Maske am besten einfach dran ziehen, ne? Zur Giftfabrik. Oh, gleich kommt noch die Also, wenn wir da sind, haben wir keine Muni mehr, würde ich sagen. Ich glaube auch nicht. Oh, ich bin gleich tot. Ich muss erstmal den Weg finden, weil meine Augen sind ganz nass verschmiert. Meine Augen sind. Nein, ich bin tot. Nein, wieso denn? Gestorben. Woran? Darf ich deine Sachen haben? Nein. Ey, die Koffer sind Ach, richtig guck mal, ich bin kompensiert. Level aufgestiegen, während ich gestorben bin. Das ist ja toll. Ey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir hatten ja vorher immer diese Happy Meal-Tüten, ja? Jetzt lass meine Sachen liegen, ich bin Ja, direkt so bei eine kleine Krone und so. Und jetzt hast du richtigen Koffer, ey. So mit Hydraulik und Licht und so. Echt toll. Hydraulik, was? Ja, der geht von alleine auf, wenn du den an Ach so. aufmachst. Ey. Weißt du, Ach bei der so. Tüte guckst du rein Ja, und dann siehst du ja. nur die kleine Krone vom Burger King. Logisch. Verständlich. Oh. Nein, also wir sind jetzt natürlich erstmal auf dem Weg zur Waffenfabrik. Aber ich glaube, wir haben keine Zur Munition mehr, wenn Giftfabrik. wir da sind, ne? Ja. Zur Giftfabrik. Zur Pistolenfabrik. Ja, mir tut schon der Hals weh hier vom Lachen. Zur Oh, Pistolenfabrik. Der herrlich. redet aber auch scheiße hier. Zur Pistolenfabrik. Zur Waffenfabrik, habe ich gesagt. Nee, aber Jetzt Rivaldo hör mal hat zu. gerade gesagt: Pistolenfabrik. Ja. Das war, ne? So, und wir müssen auf jeden Fall wie immer aufpassen wegen den Pflanzen. Na, die beißen nur dich, nicht uns nicht. Naja, ach. Fressen den Onkel auf. Einmal Onkel am Spiel. Mein Problem ist jetzt, dass ich ja, Sauerstoffmangel habe. Ach du Scheiße. Gesundheit. Seht ihr das von hier hinten, wie die aussieht? 23 Drohnen, ja. Alter. Das ist eine richtige Wie viele Basis. Drohnen und schweben denn da wir rum? Haben sogar auch ein Kraftwerk. Hey, Kraftwerk. Ich wollte ja eine Pumpgun bauen und einen Raketenwerfer und einen Panzerfaust, aber der Onkel hat gesagt, nö. Weil kein Material da. Da kommt schon wieder eine Pflanze. Onkel, ja, lass sie doch leben. Ich will nicht. Lass ich will einfach nicht schon wieder wegrennen. Vergiftet werden. Geh renn weg. Einfach weg. Renn weg, die kann doch nix. Das Muss ist, sie wieder zur Giftfabrik. Weil die einfach bepflanzt werden möchte. Gewässert. Gewässert werden, genau. Möchte von dir angespritzt werden, das Ding bald. Ich gehe übers Wasser. Nass gespritzt werden. Na, geh hoch! Ach, dann, ich hab keine dann Waffe! Geh halt ich übers geh runter, Wasser. Ich geh runter, geh hoch! Du bist Jesus wieder. Oh, mein Lebensenergie, ey. Du musst deine Waffe runternehmen. Ja, also, aber das war im Wasser gar nicht so schwer. Gar nicht gar so nicht einfach. So einfach, meinst du? Die Waffe ja, wir haben es aber rausnehmen. Heute schon wieder, ne? Mit dem Wortsalat hier. So. Ja. Da haben wir jetzt schon mal zwei Drohnen. Wo seid ihr? Oh ja, da kommen sie. Oh, oh, dö, oh, dö, oh. Dö, dö, dö. Da schießt eine. Echt? Schießt Wohin die auf dich? Nö. Wo schießen die hin? Keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich gedacht, Alter, ich schieß mal. Jo, schieß mal alle, was du hast, jo. Jo. Was? Oh, Transport? Feindlicher Truppentransport. Die haben Truppen. Da kommen Pflanzen auf uns zu. Hilfe. Ja, eine ganze Familie. Die ganze...
Oh, ich hab die Pflanzen erstmal aus dem Leben gepflanzt. So. Oh, ich kann da nichts sammeln. Du hast ein Gift bis abbekommen. Gegengift, oder? Ja, diese oder Pflanzen, sterbe. Die. Ich sterbe gleich, Leute, ich sterbe gleich. Wartet auf mich, bitte. Warte mal, ich werde mich mal ganz kurz suizidieren. Suizidieren, okay. Oh, das ist ja noch eine Drohne. Suizidier dich mal. Oder oben, kann die durch was? Nee, das sind keine Drohne, das ist ein Raumschiff. Ja, Truppentransporter. LOL, wie landet der denn? Was ist das denn? Wo kommt da jetzt raus? Okay. Ein kleines gelbes Monster? Was ist das denn? Wow. Alter, was ist denn das für ein Raumschiff? Er wollte nur mal gucken, ob wir leben und dann haut er wieder ab, oder was? Er hat Schiss gekriegt, glaube ich. Truppentransporter ist gelandet, aber sie sind bewaffnet. Dreh um, dreh um. Alter, was war denn das für ein Hovercraft, ey? Das war der Ritter aus dem All. Kommt da gleich Heiko oben raus. Ich bin gleich wieder da. Ach, du bist tot, okay. Und da fliegt du das Raumschiff. Du hast einen Giftbiss abbekommen. Verwende ein Gegengift oder sterbe. Ich sterbe. Kannst du kurz meine Sachen retten? Wo bist du denn? Die rettest du doch selber, den? Junge. Nein, du kannst doch eh, machst was einfach du? Current Position und dann bist wo? Du gleich hier. Current Position. Das ist zwei Mutter, glaube ich. Bei mir steht Current Location. Ja, oder Location. Oh. Das ist das gleiche, Mann. Mann, was ist denn los mit euch? Mensch, ich habe wieder Sauerstoff. Wer atmet denn schon wieder so schwer hier? Keine Ahnung, ist das da oben mein Sack, was ihr gefunden habt? Ja, das ist dein Sack. Und vor wem ist der Sack hier? Nee, das ist meiner hier. Du hast. Ja, ihr seid am falschen Sack. Nee. Wo bist du? Du bist doch irgendwo anders gestorben, Junge. Nee, hier ist mein Sack. Du bist doch gar nicht bei uns, warum erzählst du dir das? Ja, er ist ein bisschen weiter weg. Ja, ihr seid auch bei so einer Tasche. Ja, das ist meine. Ach so, jetzt sag ich doch, das ist nicht meine Tasche. Warum sagst du sowas? Ja. Warnung, feindlicher Truppentransport fliegt über uns drüber. Und haut ab. Kommt der Typ jetzt wieder oder was? Bitte? Ja, aber das ist auch so ein Senkrechtstarter gewesen, ne? Komm, wir gehen jetzt zur Waffenfabrik. Da hinten kommt da. Komm. Da hinten kommt da. Was? Der Truppentransport. Boah, den würde ich gerne vom Himmel holen, weil. Wo ich hinkomme? Da. Wo ist denn hin? In die Richtung. Ach, ich da. Meine ja, nee, ich konnte ihn gerade noch nicht sehen. Der ist gerade auf. Leute, wenn wir den runterholen vom Himmel, dann haben wir vielleicht neue Ressourcen und so. Sollen wir draufballern? Warte mal, er holt ja, den runter und ich nehme den Terrain. Zerlege. Genau, Dings hol dir einen runter. Nein, ich nehme den Zerlege-Dings, das Reparatur- und Zerlegewerkzeug. Ah, okay. Und dann nehme ich den auseinander sozusagen. Wenn der vor mir steht. Jetzt hör auf zu schießen da. Doch, lass wir wollen den da runter. Schieß ihn. Ja. Nein, nicht schießen. Ja, ja Gott. Lelele. Ich kann nicht jetzt. Lauf! Alter! Was ist denn das für eine scheiß Verstärkung, die sofort wieder abhaut? Wollen mit! Ich krieg den nicht. Schade. Okay, dann hauen wir ab. Komm, wir gehen jetzt zur Waffenfabrik. Ich sagen, wir gehen jetzt erstmal rüber. Ja. Oh, die wollen uns scheinbar nicht angreifen. Die haben sich's gut die wollen überlegt. Ihre Waffenfabrik nicht verteidigen. Giftfabrik. Die wollen nicht. Waffen! Hör doch mal zu! Ja, weiß ich doch, aber du hast das jetzt Fabrik getauft, also ist es die Giftfabrik, so. Aha. Was sagen wollte, das Problem ist, die haben sich sehr viel Mühe gegeben mit der Idee, dass da jetzt was ankommt und so, aber ja. Ich glaube, die haben das noch nicht funktioniert halt noch nicht so ganz, ne? Aber ach, wir hätten vielleicht noch einstellen sollen, dass die aussteigen. Oh, gute aber Idee. Ich finde schon mal gut, dass immer wieder was reinkommt. Neues kommt, ja. Genau, immer wieder was Neues kommt. Die Basis sieht ja geil aus. Auch wenn es nicht funktioniert, aber... Alter, was sind das? Übelste Achtung, da oben was ist eine Laserkanone. Oha. Alter, ich glaube, die macht einmal Zappadu! Und dann war's genau, dann hier. Wuff. Die macht einmal Wuff, genau. Wenn du ein Laserschwert anmachst. Oder Miau. Ja, da geht schon los. Okay. Der Onkel wird schon ach, geballert. Scheiße! Oh, die hat das Skript da. Ich bin gleich tot. Nein, fuck. Hör auf damit. Boah. Zu lügen. Alter, Hilfe! Nein! Jetzt tot. Oh nein, oh ich nein. Level 4 reached. Ja, du wurdest, weil du gestorben bist. Alter, was ist denn mit der nicht richtig? LOL, ich bin jetzt in der Basis gespawnt. Von der Waffe? Ja. Ich auch. Ah, ich bin da wo reingefallen. Das ist die andere, komm mal bitte zu mir und lass uns den anderen Dings noch abschießen, bitte. Komm mal bitte irgendjemand zu mir und seid ihr. Ich bin gerade tot. Current Location klicken. So, Jetpack an. Ich wurde getötet. Meine Kadaver wurden auf dem Spielfeld verteilt. Nochmal Jetpack an. So. Vorsicht. Kann einer das Vieh töten? Kannst du Alter, das Vieh töten? Wer schießt denn noch da auf mich? Ich setze nochmal abschießen, das Ding. Was machst du denn? Wo denn?
Oh Mann, du Dreckschwein! Ich raste aus! Mann, ich kann das scheiß, die Wurzelfackel da, die rennt mir die ganze Zeit hinterher. Mann, die saugt mich von. Mann, ich würde mir gerade meine Waffe in die Hand nehmen und dann war ich schon bum bum tot. Wo ist denn das Ding? Ach, da hinten? Ja, der komische Zapperdicki da. Mann, ich wollte doch, ne? Boah, ja. Der Onkel ballert schon fleißig drauf, ey. Alter, wie viel hält denn das aus? So wenig. Zu viel. Schieß mal drauf, ich hab. Ja, bumm, das ist kaputt. Ist kaputt. Oh, herrlich. Oh, da also oben ich hab keine Munition mehr, Leute. Wow, hier, oh shit! Hier laufen ja Menschen drin rum. Was? Yo, kleine ja, grüne, gelbe Truppen Männchen. Drin. Ich bin gleich tot. Ich brauche mehr Munition. Kleine grüne Männchen, ah ah. Nee, die sind eher schwarz. Okay, ich hab noch keinen gesehen, weil, ne, wie gesagt, ich gerade oh. Aber die bluten grün. Down. Okay, da wisst ihr, was wir zu tun haben. Oh nein! Irgendwas ist hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott, jetzt sind die ganzen Sachen weg. Oh mein Gott. Was ist das? Für Sachen? Was ist das? Ja, dieses Zerlegewerkzeug und so. Oh Gott. Wie, das ist weg? Ja, die habe ich erschossen. Da komme ich jetzt sicherlich nicht mehr ran. Ich habe hab nämlich keine Munition mehr, liebe Freunde. Ja, da ist eine Drohne. Eine Drohne. Ich versuche mich um die zu kümmern. Alter. Alter. Boah, ist glaube ich ein bisschen heftig gerade, ne? Truppentransporter kommt. Drohnen oben. Boah, könntest du jetzt mal loslegen hier? Kommt mir so vor, als würde ich mit der Pistole daneben schießen die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Ja, ich hab's so vom Himmel geballert. Yeah. Also ihr wisst jetzt, wir können nicht einfach so hier rein. Also das kannst du vergessen. Nee, also das ist schon ein bisschen schwerer. Ich sterbe ja gerade wie die Fliege hier. Immer wieder. Wie stirbt denn eine Fliege? Ja. Ich hab Munition, wer braucht Munition? Kommt direkt zu mir, ich hab noch 160 Schuss, wer braucht Munition? Ey, da, kein Witz, da kommen zwei Truppentransporter. Ich werde erstmal hier rausgehen. Ernsthaft jetzt? Ich spawne hier innerhalb eines Gebäudes und ich komme da nicht raus. Weil die Türen alle zu sind und ich das nicht öffnen kann. Doch, ich habe jetzt gerade so einen Alien abgemurkt. Ach, du sollst Drohnen hier draußen. Ich komme nicht weiter jetzt hier. Ich komme hier nicht raus. Ich bin wieder außerhalb des Lagers. Musst du jetzt Suizid betreiben, weil... Betreiben? Ich betreibe jetzt... Die fetten Säcke haben komplettes Medikit da mit voller Heilung. Bist du sicher, dass du das möchtest? Ja, und es geht nicht. Das ist ja toll. Komm hier nicht raus! Bist du sicher, dass sie sterben möchten? Ja, ich will. Ja, ich will sterben. Oh nein! Lass mich sterben! Ich hab wieder so einen Chewbacca hinter mir her. Oh, Onkel, okay. Kannst du vielleicht irgendwie mich hier rausholen? Geht das? Was? Ich weiß sogar, wo du bist. Ich bin in diesem Gebäude, in der Basis. Ich komme da nicht raus. Weil das alles, Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, mit diesem Zerlegungstool. Boah, gestorben. Onkel, Rivano, das ist mein Stuff, ja. Der da liegt. Nee. Doch. Nein, ich hab noch ein Medikit. Siehst du mich? Komm. Achso, das hier vor dir. Ja, da bin ich. Da war ich nicht dran, keine Sorge. Ich pass auf, kannst du mich hier irgendwie rausholen? Wo bist du denn? Ich bin. Hast du mich nicht gesehen? Komm nochmal zu der Kiste. Ich bin auf die Fresse. Komm nochmal zu der Kiste gerade. Halt, bleib stehen, Rivano. Ja, darf ich kurz die Drohne töten? Ich war sicher. Warum bin ich nochmal reingekommen? Och Mann. Wo stehst du denn? Ich hatte die ganzen Werkzeuge alles gehabt. Und warum komme ich denn nochmal rein? Ja, um uns zu helfen. Ja, aber wieso? Wozu? Eingesperrt. Das ist ja doch alle tot. Hier, Rivano, siehst du mich? Ich bin hier drin. Ich komme hier nicht raus. Hinter dem Glashaus, oder was? Ja. Ach, siehst du mich nicht? Ja, nee. Echt nicht? Ja, da komm, ich bin da drin, komme nicht raus. Kannst du das irgendwie kaputt machen? Geht das? Ich guck mal, da hinten, da ist nämlich, ich habe gerade gesehen, hier ist ein Frachtcontainer. Ja, mehrere Container sind da sogar. Irgendwas hat gerade geschossen auf mich. Ja, das sind übel Leute. Ach, da, ja. Boah, der hat ja eine Minigun dabei, ey. Ja. Boah, du Drecksack. Hinter dir. Boah. du Drecksack. Oh, der hat mich weggegeben. Boah, was hat der für eine Waffe, ey? Der hat einen Alien-Kopf, was sind das für Alien-Viecher? Krass. Boah, Leute, ey, die gehen ja richtig ab, ey. Krass, was auf die Schnauze bekommen. Ich bin hier eingesperrt, ich kann kein Ziel treiben, das ist doch alles scheiße hier.
Ich muss jetzt entweder warten, bis ich verhungere oder anders sterbe. Na, ich werde dich da rausprügeln. Der Onkel geht zurück und baut nochmal ordentlich Munition und Waffen. Onkel? Ja. Oder was macht der Onkel gerade? Hast du den jetzt an dein Stuff nochmal wieder ran? Ja, ich hab den Stuff wieder. Okay, kannst du dann mit dem Zerstörungsdings irgendwie kommen? Boah, ich hab ein großes Problem, meine Lieben. Revano müsste mich mal dorthin führen. Ich weiß nicht wohin, wenn ich hier einen Meter weg mache und da nicht schnell. Du musst einfach dahin, wo du dieses Löchlein in die Wand gehauen hast. Oh, ich bin tot, ewig. Ich hab kein Löchlein in die Wand gehauen. Ja, gut, da ist aber ein Loch in der Wand. Oh Mann, ey, scheiße. Da, wo wir angekommen sind. Jetzt sind die Aliens hier draußen, jetzt hab ich nicht mal mein Dings mehr. Oh Mann. Leute, die Aliens haben meinen Rucksack geklaut. Ja, nee, nicht geklaut, die stehen da draußen gerade. Also nicht, dass es denen gefällt, sondern die stehen tatsächlich. Oh, da kommt der Laserturm wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin direkt in die Basis tot reingerollt. Ich bin im Gefängnis. Ich komme hier nicht raus. Oh, scheiße. Mega fail. Arc Survival. Oh, wer schießt denn da? Oh, ich bin in der Basis. Oh, ein Raumschiff. Ja, hallo. Oh, ein Raumschiff. Jetzt auf hallo, Raumschiff. Werde ich jetzt zersetzt? Werde ich jetzt auf den Mars gebracht? Okay, also wir brauchen. Oh Gott, die haben neue Monster. Zweibeiner, oh Gott. Zweibeiner. Ja, so richtig, nee, das sieht aus wie. Lass mich, mich in Ruhe. Gremlins. Nein! Ich komme nicht raus. Ich wurde abgemurkst, abgeballert, weggesprengt, geschlitzt. Wahrscheinlich führen sie dir gleich noch einen Katheter ein oder so. Dass du ja überlebst. Bist du sicher, dass du das machen möchtest? Ja, ich bin sicher, ich will sterben. Lass mich doch mal noch zu meinen Sachen kommen. Dann hau ich doch ab. Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Ich will hier unbedingt nicht sterben. Weißt du, verstehst du das? Ich will zu meinen Sachen und dann will ich abhauen. Dann bin ich hier weg. Verstehst du? Das Problem ist, ich komme hier nicht weg, weil ich bin in einem Haus gefangen, weg. Wo ich nicht rauskomme. Wenn ich meine Sachen habe, komme ich weg. Verstehst du? Ja, toll, was ist mein Sachen? Das ist mir erstmal ganz kurz egal. Dann hole ich neue Munition. Dann hole ich neue Munition und komm wieder, Mann. Aber so lange soll ich hier drin fahren? Ja, hast du eine andere Möglichkeit? Nein. Ich spawne hier und werde abgeschossen. Ich habe keine Chance mehr. Ja, guten Tag. Willkommen im Club. Ach, du stirbst auch ständig? Ich denke, du stirbst ständig. Nein, gerade. Also jetzt natürlich nicht mehr, weil ich hier in diesem scheiß Gebäude gefangen bin und mich keiner anschießt und gar nichts. Wo spawnst du denn, mein kleiner Freund? Oh, hier irgendwo, Mann. Was? Ey, Revano, ich spawn hier irgendwo, überall Mann. Da, dort vorm Haus. So gibt's so ein Ding. Ich weiß nicht, was du machst, Revano, ob du jetzt hier gerade an der Ecke kackst oder was du machst. Ich bin die ganze Zeit, renne ich rum und versuche meine Sachen zu holen, aber ich werde dauernd abgeschossen. Ich bin jetzt mit Sicherheit schon 15 Mal gestorben. Lasst mich doch einfach mal, ihr schönen Aliens. Ihr schön. Ich sehe meine Tasche und ich möchte da jetzt einfach hin, okay? Lasst mich einfach meine Tasche holen und dann bin ich hier weg. Ich lasse euch eure Ressourcen noch und ich lasse euch alles, was ihr wollt, aber lasst mich kurz leben. Ja, ich habe meine Sachen und ciao. Du kannst mit den Viechern nicht dealen, Mann. Was ist denn das für ein Viech? Was ist denn das? Hier ist ein Werwolf. Ein Werwolf? Boah, Alter, was explodiert denn hier die ganze Zeit? Ja, hier ist ein Werwolf, der verfolgt mich. Okay. Der kann schwimmen! Du bist auch gleich zur Wehrsau. Also. Das ist wirklich ein Werwolf. Ja. Ja, der hat aber eine Schweinenase, hat er. Oh. Ein Wehrschwein. Na, hast du ihn gesehen? Ja, der hat mich doch angegriffen. Niemals. Kanonengeschütz, selbst. Was ist denn jetzt schon wieder? Lasst mich in Ruhe. Ich bin tot. Basis, da ist die Basis. Ich wurde Gewehrwolf. Was ist denn okay? Ich lasse euch doch in Ruhe. Oh mein Gott. Das war natürlich jetzt. Boah, da müssen wir auf jeden Fall Rache begehen hier. Langsam braucht man jetzt doch bessere Waffen wahrscheinlich, ne? Du bist mir auch so eine Rache. Ich muss erstmal aus meinem Gefängnis hier entkommen. I'll be back. Wo bist du, Onkel, jetzt? Gleich bei unserer Basis. Ja, warte, ich komm mit. Ich warte nirgendwo, ich laufe jetzt einfach wieder blöder, wie ein Blöder.
Oh, warte mal. Sei doch nicht so. Ja, du hast die große Fresse, der passiert ja dahin nicht. Ich sehe nie hier oben Rivan und LP ist tot, es ist tot, nix. Doch, ich bin ja, guck doch mal meinen Part, ich bin tausendmal gestorben. Ich wollte gerade sagen, er stirbt doch die ganze Zeit. Echt? Ja. Ich sehe das nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Oh, fuck, ey, das verfolgt mich. Sei froh, dass du nicht hinter mir bist, dann hättest du nämlich auch so zwei Drohnen am Nacken. Sei froh, dass du dort bist, wo du bist. Ja, was soll ich machen? Ich kann jetzt eh nichts mehr machen hier. Ich stehe hier total sinnlos rum und das ist kacke. An meine Werkzeuge hier gerade die. Boah, die jagen dich, ne? Die Aliens sind aus der Basis raus. Die sind auf deinen Kurs. Ich glaube, die wollen dich. Die wollen unsere Basis besuchen, Onkel. Ich mein, was? Die Aliens sind gerade rausgerannt. Und die waren hinter dir. Also, ich habe das Gefühl, dass die dich gleich besuchen zu Hause. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee, die Waffenfabrik anzugreifen. Na, die wollen ihre Waffen anscheinend behalten. Ja. Du willst meine Waffe, du? Nee, du nicht. Und dann schicken sie die Werwolf-Schweinchen. Revano, du wolltest ja die Weapons und die Tools herstellen. Yes, der Onkel Buildings und Misk. Und ich mache momentan Base. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mit Capital anfange, Small oder mit Hoverweasel. Okay, ich habe gerade etwas geschafft. Weil ich glaube, wir brauchen erstmal das Hoverweasel, ne? Also den Gleiter. Weil da können wir nämlich auch Geschütze draufsetzen. Minigun und sowas. Und Raketenwerfergeschütze. Dann können wir nämlich hier einfach alles kaputt schießen. Also, mein Freund. Hört mir überhaupt zu? Ja, ich höre dir zu. Ich bin gerade. So, der sitzt da unten in seinem kleinen Bunker, weißt du? Und wir haben hier echt Probleme. Und der kommt hier mit. Soll ich jetzt hier mit vielleicht mit der Wand anfangen? Oder mit. Wollt ihr grüne oder rote Farbe? Ich kann hier nur aus dem Fenster gucken und warten, bis ich verrecke.